So, liebe Medienvertreter und liebe Zuschauer auf FCK TV, herzlich willkommen zur Pressekonferenz, zur ersten Pressekonferenz im neuen Jahr, anlässlich des ersten Spiels im Jahr 2018 am Mittwoch beim SV Darmstadt 98. Ich begrüße hier oben unseren Cheftrainer Jeff Strasser und Neuzugang Jan-Ingvar Kaltzen-Bracker. Und vorab noch kurz eine Information. Schiedsrichter der Partie am Mittwoch in Darmstadt wird Bastian Dankert sein. Und das Stadion ist nach Informationen von Darmstadt 98 ausverkauft. Wir konnten bisher offiziell 2200 Karten verkaufen für den Gästebereich. Gehen davon aus, dass sich ein paar FCK-Fans auch noch vor Ort eingedeckt haben und dass wir auch in Darmstadt wieder sehr gut von unseren Fans unterstützt werden. Das vorab und jetzt kommen wir zum Wichtigen. Jeff, erstes Spiel nach der intensiven Vorbereitung. Wie sieht dein Fazit aus vom Trainingslager und den Vorbereitungsspielen? Wie ist die Mannschaft drauf? Ja, schönen guten Tag zuerst mal miteinander. Wir haben eigentlich eine gute Vorbereitung gemacht, konnten im Trainingslager unter guten Konditionen viel trainieren, intensiv trainieren, die Mannschaft sowohl im physischen Bereich sehr gut vorbereiten, als auch verschiedene Schwerpunkte im taktischen Bereich aufarbeiten, neu einstudieren und auch verschiedene Strategien neu aufarbeiten. Haben wenig Verletzungen gehabt in der Vorbereitung, außer die Spieler, die halt länger verletzt waren. Konnten dementsprechend ein gutes Volumen trainieren, haben im Trainingslager Testspiele bestritten. Unter erschwerten oder in ermüdenden Zustand, was ich schon gesagt habe, wo die Resultate nicht positiv verliefen, der Fokus aber auf der Erarbeitung von den Schwerpunkten, die wir gelegt haben, die phasenweise gut umgesetzt wurden und schlussendlich jetzt auch in der Generalprobe gegen Midtjylland dann dementsprechend auch, finde ich, von der Mannschaft her gut umgesetzt worden, haben es erreicht in diesem Spiel. Defensiv sehr gut gegen den Ball zu arbeiten, kompakt aufzutreten, zu Null zu spielen. Man hat da eine andere Struktur innerhalb der Mannschaft gesehen. Das war positiv und das ist auch das Resultat natürlich dementsprechend auch wichtig gewesen für das Selbstvertrauen der Mannschaft. Der Mannschaft hat gesehen, dass sie Spiele gewinnen kann und das ist positiv jetzt für den Start in die Rückrunde. Danke, Jeff, bis hierhin. Jan, du bist seit einigen Tagen bei der Mannschaft. Wenn man in der KPD ist oder auch im Training guckt, hat man das Gefühl, dass du die sehr, sehr schnell integrieren konntest. Wie war das für dich die ersten Tage und wie hast du den Zustand der Mannschaft wahrgenommen? Ja, also erstmal hallo zusammen. Ich bin jetzt eine Woche da und bin hervorragend aufgenommen worden. Es hat vom ersten Tag an sehr viel Spaß gemacht, mit den Jungs zu arbeiten und zu trainieren. Integration hat bis jetzt sehr gut geklappt. Das ist einmal so das Zwischenmenschliche. Das andere sind natürlich dann die Abläufe auf dem Platz. Da arbeiten wir natürlich noch jeden Tag sehr hart dran, auch dass das noch besser wird. Aber ich denke auch, da hat man gemerkt, vom ersten Tag an habe ich gespürt, dass in der Mannschaft Leben steckt, dass jeder sich verbessern möchte, dass jeder hoch motiviert ist und jeder gewillt ist, sehr hart zu arbeiten. Das sind meine ersten Eindrücke.